Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Wunderschönen guten Abend. Bonjour. Bonsoir. Bon baguette. Also irgendwas auf Französisch, halt, jetzt muss man auf Französisch reden. Ich bin ja grundsätzlich für die Kroaten gewesen, weil ich bin immer für die kleinen Schwachen. Es pfeift und ganz merkwürdig hier vom Monitor, das halte ich eine Stunde nicht aus. Einfach das hört ihr vielleicht nicht, aber das ist gut. Also, probier weiter, wird besser, super. Erwartungen, wenn man Fußballspiel anschaut, dann hat man ja Erwartungen. Man erwartet sich ja immer irgendetwas von jemandem, dass er gewinnt, oder? Das sind ja, die Spieler haben eigene Erwartungen, wir wollen gewinnen. Natürlich, die Kroaten haben sich gedacht, sie werden Weltmeister, die haben gestern schon gefeiert. Und die anderen Leute haben auch erwartet, ja, es könnte ja was werden. Und die Realität war, sie haben dann tatsächlich verloren. Und heute möchte ich ein bisschen mit euch reden, zu euch sprechen über Erwartungen oder Erwartungen und Wahrnehmungen. Und das perfekte Bild für Erwartungen und Wahrnehmungen und Realität ist ja beim Fischen. War für euch schon mal jemand fischen? Ich war fischen. Ich zeige gleich auf. Und ich war fischen in Norwegen mit dem Leo. Und dann war so, der Leo hat einen Fisch gefangen. Und ich bin natürlich der Oberfischer. Mein Vater war Fischer, mein Großvater war Fischer. Na, weiß ich nicht, auf alle Fälle mein Vater. Und ich lernte auch mal fischen. Und ich dachte mich, wenn ich mit dem kleinen Schweizer nach Norwegen gehe, dann werde ich natürlich einen Riesenfisch fangen. Und er hat dann tatsächlich einen Fisch gefangen. Das war sein Fisch. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn er so einen Fisch fangt, dann fange ich natürlich diesen Riesenfisch hier. Oder so. Das war meine Erwartung, meine Vorstellung, wie das dann laufen wird. Natürlich die Fremderwartung war auch enorm und meine Realität war dann tatsächlich so. Ich habe in 4 Tagen Norwegen nur diesen Fisch rausgeholt. Weißt du, wie peinlich das ist? Und du fliegst nach Norwegen, von hier nach Amsterdam. In Amsterdam, Christian, sein Vater, alle, wir gehen fischen. Nach Norwegen sind eingeladen worden, an Fischground gemietet, extra an einem norwegischen Fluss. Und dann fangst du so einen Fisch, oder? Das kannst du niemandem erzählen. Ich habe es euch erzählt. Und das ist immer so mit unseren Erwartungen. Es gibt ja Eigenerwartungen im Leben. Du erwartest von deinem Leben etwas. Die anderen Menschen erwarten etwas von deinem Leben, sogenannte Fremderwartungen. Und dann gibt es noch die Realität. Und wir selbst stellen uns das immer vor, dass diese ganze Kurve nur nach oben geht. Also die Kurve geht nicht nach oben, es ist nur ein Strich dann nach oben. Und die Eigenerwartungen, ich werde Erfolg haben und alles wird top sein. Die Fremderwartungen aus dieser Person wird was Großartiges werden. Und wir erwarten natürlich, dass die Realität damit übereinstimmt. Und ich möchte jetzt euch mitnehmen in eine
in eine These, die ich nicht alleine aufgestellt habe, aber sie hätte von mir kommen können. Und zwar ist das, in unserem Leben gibt es, das sind die Eigenerwartungen. Dann gibt es die Fremderwartungen, die andere Menschen von uns haben. Und dann gibt es noch die grausame Realität. Wahnsinn, ha? Das ist ja ein Nobelpreis für diese Zeichnung. Und jetzt möchte ich euch das anhand vom Leben vom Simon, der auch Petrus genannt wird, erklären. Also wir müssen die Ausgangssituation beachten. Und zwar war Simon ein einfacher Fischer. Und was hat er getan? Er hat gefischt. Er war ein Fischer. Und dieser Simon, der hatte in seinem Leben so etwas wie einen Berufungsmoment. Da kommt meine bezaubernde Assistentin Ilana. Es ist immer dann, das ist meine Assistentin, wenn ich wieder mal was sagen will zu ihr. Es gibt diesen Berufungsmoment im Leben. Und das kannst du, Berufungsmoment, das kann sein bei dir im Job, das kann sein im Studium, das kann sein in der Familie oder einfach so, wie dein Leben anfängt. Aber auch ich möchte heute diese Dinge hernehmen, um unser Leben als Christ zu beachten, anzuschauen, wie es funktionieren könnte. Oder oft funktioniert. Und in Lukas 5, Vers 10 bis 11 sagt Jesus, Jesus sagt zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Das war der Berufungsmoment. Simon hatte irgendwann in seinem Leben diesen Moment, indem er von Jesus berufen wurde, Menschen zu fischen. Also ein totales Upgrade. Das war ein Teenager, der fischen gelernt hatte und es kam ein Calling in sein Leben. Du wirst ein Menschenfischer sein. Und in Markus 3, Vers 16 steht dann noch was weiteres. Und das sind die Namen der zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Keine Ahnung, warum die Donnersöhne heißen. Auf alle Fälle waren das wahrscheinlich die lautesten und gesagt, ja, die sind die Donnersöhne oder immer laut, immer große Fresse. Aber er hat ganz am Anfang bei den 12 Jüngern zuerst hat er Simon erwähnt und hat gleich alles gechanged und gesagt, dir gebe ich einen Namen, Petrus. Petrus heißt Fels. Also er hat ihm etwas mitgegeben auf seinen Lebensweg und gesagt, du bist ein ganz spezieller, außergewöhnlicher Kerl. Du heißt jetzt Fels oder The Rock. Oder kennst du The Rock oder so? Dann hast du so ein Bild oder so hat Petrus ausgeschaut wie The Rock oder so eine richtige Maschine. Und das zeigt schon, der junge Petrus war einer von den Hochtalentierten. Und es gibt ja diese hochtalentierten Jungs. Es gibt ja hochtalentierte Mädchen. Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Sonst ist es wieder politisch inkorrekt. Wie sagt man es? Hochtalentierte Menschen. Genau. Menschen und Menschinnen. Ich habe jetzt einen Jungen genommen, es tut mir leid. Oder hochtalentiert. Könnte auch Mädel sein. Nein, es ist ein Junge. Entscheidet sich noch. Falsch. Ein Junge, der ist hochtalentiert und kennst du das? Dann kommen die Eltern, Tante, Oma, Opa, alle kommen dann zu diesem Kind und sagen, aus diesem Kind wird mal was ganz Besonderes. Und das ist wie ein Fluch auf den Schultern dieses Menschen. Oder das ist so talentiertes Kind, das wird mal was Großes, was Wunderbares, was Außergewöhnliches. Und der Kleine wächst auf mit diesen Talenten und diese Talente sind dann schon wie ein Fluch, wie eine Last. Und dann wechselt sich das Ganze in Charme und man versucht mit Charme, weil ich ja so toll ausschaue, bin ich ja so toll und ich werde es zu was Großem bringen. Und der Kleine empfindet das eher als Last, aber er schüttelt alles so irgendwie aus dem Ärmel. Und das funktioniert so lange, bis die Dummen fleißig werden. Und dann merkst du, der Hochtalentierte hat plötzlich Schwierigkeiten in seinem Leben. Aber der Hochtalentierte, das ist dieser kleine Junge, der
für alles eine Lösung hat. Auch in den Teenagern, alles gelingt ihm und er ist wie Lucky Luke. Kennst du Lucky Luke? Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Oder ich habe das als Kind natürlich probiert. Wie funktioniert es, schneller zu ziehen als sein Schatten? Und dieser Kleine hatte diese Berufungs-, diese Ehrgeizmomente. Und er hat sich gedacht, Petrus, oder jetzt bin ich berufen, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch. Und dann war die Eigenerwartung enorm groß. Und bei mir, so, also als ich gläubig wurde, ich wurde im Alter von 20 Jahren, habe ich angefangen, an Jesus zu glauben. Und ich dachte mir, ja, da muss man nur ordentlich in die was anpacken und jetzt bin ich jetzt im Reich Gottes hier und jetzt werde ich mal was voranbringen und werde Gott helfen, seine Kirche ein bisschen aufzumöbeln. So, das war meine Vorstellung von mir selber, Eigenerwartung, jetzt bin ich hier und es wird so richtig losgehen. Kennst du das? Hast du das über dich auch schon mal gedacht? Oder bin nur ich so wahnsinnig? Genau, und auf alle Fälle habe ich gedacht, oder ich bin jetzt hier, jetzt gebe ich mal Vollgas. Und dann kommt die Fremderwartungen, die Menschen sehen dich in der Kirche, sehen dich in deiner Firma und dann sagen sie, oh, der Neue oder die Neue und Fame oder dann ist wirklich, ja, der hat Talente und mit dem werden wir was zerreißen, mit dem können wir was bewegen und die Leute sind dann immer um diese hochtalentierten, gut aussehenden, die etwas bewegen und denken sich, der wird jetzt unsere Kirche retten, der wird jetzt unsere Firma retten, der Neue im Spiel. Die Realität sieht meistens etwas anders aus, weil du bist halt am Klo putzen. Oder die Realität ist, ja, es irgendwo muss man ja anfangen. Und viele Leute, die bleiben bei ihrer Berufung stehen und vergessen, dass die Realität dienen im Kleinen ist. Die kleinen Dinge machen, die vielleicht niemand so gerne macht. Irgendwann musst du ins Studium, irgendwann bist du der Lehrling, irgendwann bist du der Schüler von irgendjemandem. Aber beim Leben von Petrus und bei den Jüngern, da sehen wir, es hat irgendwann angefangen zu funktionieren. Jesus hat ihnen Dinge anvertraut und sie kamen in die sogenannte Höchstleistungsphase. Das ist der Moment, das sind diese Momente im Leben, wo du merkst, jetzt läuft's endlich. So richtig, jetzt läuft's rund. Und Petrus hatte auch so einen Moment, wo er gemerkt hat, ah, jetzt läuft's rund und Gott gebraucht mich. Und Jesus, der hat mich hier berufen und jetzt hilft er mir sogar noch in dem ganzen Calling. Und es läuft rund von Erfolg zu Erfolg. Das eine war zum Beispiel, Jesus hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Ich weiß nicht, ob er das so toll gefunden hat, aber auf alle Fälle in Markus 1, Vers 31, er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Sie haben Hunger gehabt und die Schwiegermutter hat dann die ganzen Jungs bekocht. Also es war außergewöhnliches Wunder und hat alle versorgt. Und dann geht's weiter. Und zwar kommt dann eines der krassesten Wunder in dieser Höchstleistungsphase, dass Petrus auf dem Wasser geht. Ich möchte das vorlesen in Matthäus 14, Vers 28 bis 30. Da rief Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Was für eine außergewöhnliche Situation. Die sind mitten in diesem Sturm und plötzlich ruft, sagt dann Jesus, komm aus dem Boot. Und Petrus steigt aus dem Boot und kann tatsächlich übers Wasser laufen. Und er merkt plötzlich, mein Glaube, es funktioniert. Jesus liebt mich. Er sagt, komm aus dem Boot und ich laufe. Kannst du dir das vorstellen, was das für ein Hype war, diese Leute? Sie waren mit diesem Jesus unterwegs und sie waren voll in dieser Höchstleistungsphase, in diesem Flow. Alles, was sie geglaubt haben und was Jesus ihnen gesagt hat, hat funktioniert. Und
Petrus durfte sogar noch in diesem Inner Circle bei den Freunden von Jesus sein. In Lukas 9, Vers 28 steht, etwa 8 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen 2 Männer, Mose und Elia, und begannen mit Jesus zu sprechen. Was für eine Situation. Oder gerade noch übers Wasser gelaufen, gut, ein bisschen abgesoffen. Und dann sagt Jesus, oder der Sohn Gottes, Zeichen und Wunder passieren, Leute jubeln ihm zu. Und dann sagt der Chef aller Chefs, oder der Beste von den Besten, der Obervorstand vom Obervorstand, sagt, kommt mit mir mit in mein Office. Wir werden jetzt chillen. Oder kein Business, gar nichts, sondern du bist jetzt im Chefbüro. Oder da ist der gute Whisky, da sind die feinen Zigarren, da ist der geile Fernseher, die gute Aussicht. Hast du das Bild? Dort waren die. Und dann kommt noch Mose und Elia, voll spooky, erscheinen noch 2 Gespenster. Und Petrus hebt völlig ab. Da denkt sich, boah, es ist geil hier. Und dann sagt er Folgendes. Natürlich war es eine Ehre, hier zu sein, aber der hat sich gedacht, hey, diese Situation muss ich ausnutzen. In Lukas 9, Vers 33, Meister, wie wunderbar ist das? Lass uns 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Ein bisschen demütig, für uns keine Hütte, wir schauen nur zu. Aber der hat sich gedacht, hey, ich will da gar nicht mehr runter vom Berg. Kennst du das, wenn du mal da oben bist? Du willst nicht mehr zum Fußvolk. Wenn du einmal im ersten Bezirk regelmäßig essen gehst, dann sagst du, wo gehst du essen? Ja, im 12. Ich gehe im 1. Oder was? Du willst gar kein Downgrade mehr, du willst Upgrade und du willst da oben bleiben. Und Petrus hat sich gedacht, ich will immer runter zu den anderen. Oder die Jammerer, die Zweifler, der Judas und all die Zipfel, die will ich überhaupt nicht sehen. Wir bleiben hier, bauen Hütten. Endlich haben wir es geschafft, on the top. Und etwas kam in sein Leben, das nennen wir Stolz. Wer denkt zu stehen, da ganz oben in der Hochleistungsphase, sehe zu, dass er nicht falle. Das hast du auch schon mal gehört, oder? Und dann hat er in seinem Leben, hat sich irgendetwas verändert, Stolz kam rein, aber das Krasse ist, dass er von sich, seine Eigenerwartungen waren so groß und in Matthäus 26, Vers 35 sehen wir, als es die Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, da hat er noch ein Versprechen abgeliefert. Und hat zu Jesus gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Also die Eigenerwartungen nach dem Berufungsmoment zur Höchstleistungsphase, die Eigenerwartungen, die haben sich bestätigt. Alle Erwartungen wurden erfüllt. Petrus wusste, ich bin einfach ein geiler Typ. Kann übers Wasser gehen, Schwiegermutter geheilt, die hat uns dann zu kocht noch für uns und dann, oder das, ja, ich war noch mit dem Heiland da oben auf dem Berg, oh, Mose, Elia, ich kenne alles, kennen sie alle. Oder? So, er war wirklich ein cooler Typ, die Eigenerwartungen wurden bestätigt und dann noch die Fremderwartungen, seine Freunde, die Jünger. Ja, logisch, wer, wenn nicht Petrus? Wir haben es immer gewusst. Der kann das übers Wasser laufen. Hey, mein Freund, der Petrus. Also wenn der aus dem Boot steigt, ich hab's immer gewusst, das wird nichts passieren. Ja klar kenne ich ihn, Petrus. Der, wo beim Chef war. Ja, den kenne ich. Logisch. Und es war so, alles hat funktioniert. Und die Menschen haben sich gedacht, Petrus, außergewöhnlich. Fremderwartungen erfüllt, Eigenerwartungen erfüllt. Und die Realität, er war wirklich gut. Petrus war der Supermann. Oder wenn du denn sein, das war ein Teenager, der war keine 20 Jahre alt, oder? Und der ist natürlich durch die Decke gegangen und alle haben gewusst, also auf Petrus können wir zählen. Und es gibt so Menschen, weißt du, das sind so die High-Performer, du kannst auf diese Leute, die können alles. Die bezeichnen sich dann noch, ich bin ein High-Performer.
Und das Problem ist bei den High-Performern oder allgemein in unserem Leben, wenn es mal so läuft, ich finde das Bild so geil, schaut aus wie ich. Na, genau, das bin ich. Na. Kennt ihr, also ich will ja nicht sagen, dass ich Superman bin, aber man hat mich und ihn noch nie gemeinsam gesehen. Ja. Gut, und dann kommt die Potenzialfalle. Und das ist ein sehr krasser Moment, weil die Leistung hat zwar gestimmt von Petrus, und da musst du gut aufpassen für dein Leben. Wenn deine Leistung stimmt, gibt es einen Aspekt in deinem Leben, der muss auch stimmen. Das ist dein Charakter. Bei Petrus hat die Leistung gestimmt, aber sein Charakter war schwach. Es gibt ein Zitat, das sagt, den guten Seemann erkennt man erst bei schlechtem Wetter. Und du siehst eigentlich diese Leute hier, die High-Performer, wir sind ja jeder in irgendeiner Weise erfolgreich, aber wenn es dann hart auf hart geht, aus was für einem Holz wir wirklich geschnitzt sind. Und da war die Situation, Jesus wurde verhaftet. Petrus hatte ja Jesus geschworen, ich werde dich nicht verleugnen, auf gar keinen Fall. Und dann kam die Situation, in derselben Nacht, als er Jesus versprochen hat, dass er ihn nicht verleugnen wird, da bekam er eine Frage gestellt, in Markus 14, Vers 67. Du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Stell dir das mal vor. Jesus war sogar anwesend. Der war im selben Raum wie Jesus. Und dann kam eine Frau und sagte, du gehörst zu Jesus. Petrus, Jesus. Nein, kenne ich nicht. Jesus, noch nie gehört. Jesus, Jesus. Na, tut mir leid. Dann kam eine Frau später und sagte, du bist doch auch der, der mit Jesus unterwegs war. Ich, Jesus. Du meinst den Jesus, von dem sie vorher geredet hat. Nein, nie gehört. Stell dir vor, der hat einfach gesagt, ich kenne ihn nicht. Nicht mal 12 Stunden später und Jesus war sogar im Raum. Das wäre ungefähr so, wie wenn du aus der Kirche rausgehen würdest und direkt an der Tür würde jemand auf dich stehen und sagt, du kommst doch gerade aus dem ICF. Nein, unmöglich, war noch nie im ICF. Ja, aber ich sehe dich doch gerade hier raus auf dem Markett, keine Ahnung. ICF, noch nie gehört, kenne ich nicht. So ungefähr wäre das, total absurd. Der Mann mit der großen Berufung, der Mann mit der Höchstleistung, kam plötzlich in eine Situation, dann brach er noch zusammen und weinte. Oder das sind dann die, dann heulen sie auch noch. Oder dann heulen. Und die Fremderwartungen, die gesagt haben, ja, der und so, alle haben sie Jesus verlassen. Keiner ist geblieben. Und hier siehst du die Potenzialfalle, wenn die Realität und die Fremderwartung und die Eigenerwartungen so weit auseinanderklaffen, kann das Menschen kaputt machen. Die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen, hat Ernst Ferstl gesagt. Wenn Menschen hier ankommen, entwickeln sie meist eine Exit-Strategie, weil sie denken sich, jetzt haben alle Leute so viel erwartet von mir. Ich habe selber große Erwartungen an mich und die Realität ist ganz anders. Ich war doch der Superman. Ich war doch der, der übers Wasser gelaufen ist, der alles versprochen hat und auf einmal ist alles nichts wert, was ich selber gesagt habe. Es gibt einen zweiten Mann in dieser Geschichte, der ist Judas. Judas war einer von denen, die gesagt haben, Jesus, ich bleibe bei dir. Einer von denen, die Wunder gesehen haben. Einer von denen, denen Jesus vertraut hat. Und Judas hat in seinem Zerbruchsmoment eine Exit-Strategie gewählt. Und zwar hat er den Suizid gewählt, Judas hier. Aber es gibt auch noch andere Dinge. Einfach aufgeben. Jetzt wurde ich berufen.
Jetzt kam meine Höchstleistungsphase. Ja, ist mal gut gelaufen. Und dann, wenn das Versagen kommt und wenn die Eigenwahrnehmung, die Realität und die Fremdwahrnehmung zu weit auseinanderklaffen, gibt es oft so eine große Enttäuschung, dass Menschen ihr Ministry verlassen. Oder kommen mit riesen Erwartungen in die Kirche und dann läuft es halt nicht so, weil in der Kirche sind komische Wesen, die man Menschen nennt, und es gibt immer Herausforderungen. Und die Realität ist, dass es immer noch Menschen sind. Und auch du bist ein Mensch. Und wenn Menschen enttäuschen, laufen Menschen davon. Sie geben ihr Ministry auf oder sagen, ich werde nichts mehr riskieren. Ich werde nicht mehr aus dem Boot steigen, weil ich ja jetzt versagt habe. Und wählen eine Exit-Strategie, Burnout, kein Risiko mehr für Gott, verlassen ihre Talente, ihre Begabungen und ihre Berufungen. An diesem Punkt waren schon viele Menschen. Aber es gibt einen Punkt, und das sehen wir beim Petrus, wenn du weitergehst. Petrus erlebte diesen Moment und er weinte bitterlich. Jesus wurde gekreuzigt, Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Jüngern damals immer wieder begegnet und sie wussten eigentlich nicht genau, was sie machen sollten. Und weißt du, was Petrus gemacht hat? Er hat genau das gemacht, was er konnte. Er ging wieder fischen. Er ging wieder zurück zu seinem ursprünglichen Berufungsmoment und er ging wieder fischen. Er ist nicht davongelaufen, er hat nicht alles weggeworfen, er war nicht verbittert. Er hat gesagt, okay, keine Ahnung, habe im Moment keinen Auftrag, ich tue wieder das, was ich kann. Manchmal ist es in den schwierigen Momenten einfach wichtig, das zu tun, was ich kann und zu tun, was vor meinen Füßen liegt, wenn ich nicht weiter weiß, bevor ich den Exit nehme. Und Petrus ging fischen. Er sagte, ich gehe fischen. Und seine Freunde haben alle gesagt, okay, wir kommen mit. Da waren sie nun wieder, alle auf dem Boot. Und dann kommt diese außergewöhnliche letzte Begegnung mit Jesus auf dieser Erde, von der wir geschrieben sehen. Und zwar waren sie am Fischen auf dem großen See da Genezareth und sie warfen das Netz raus, aber sie haben nichts gefangen. Und dann hat jemanden vom Ufer zugerufen und hat gesagt, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Sie alle zusammen konnten das Netz nicht mehr reinholen. Und in Johannes 21, Vers 7 steht, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Also als ich das gelesen habe, das finde ich voll flashig, weil dieser Petrus hat nicht versagt, er hat nicht aufgehört zu riskieren, sondern er stieg einmal mehr aus dem Boot raus. Er stieg hier aus dem Boot raus. Etwas merkwürdig war für mich ist, warum hat sich der angezogen? Also haben wir das so vorgestellt. Oder so ein langer Kamelhaarpulli, so dick, trocken. Und dann steht da der Fischer. Und völliger verwirrte Situation. Oder normal ziehst du dich aus, bevor du ins Wasser springst. Er zieht sich an und schwimmt dann rüber. Oder weißt du, wie schwer das ist? Weißt du, was das für eine Anstrengung ist? Da zieht sich jemand an und schwimmt da mit dem Kamelhaarpulli rüber. Er war offensichtlich verwirrt. Und in Johannes 21,11, da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das nicht. Davor gab es eine Situation, er kam an Land und dann hat er seinen Jesus gesehen. Den Jesus, den er hier verraten hat. Und dann war Petrus am Frühstücken mit Jesus. Und weißt du, was es heißt, wenn du mit jemandem frühstückst? Es ist ein intimer Moment. Und Petrus und Jesus sitzen am Frühstück und Jesus sagte, du Petrus, könntest du ein paar Fische holen? Petrus,
aus dieser Frühstückssituation raus, geht wieder zurück zum Boot. Und das ist mein letzter Punkt, das Comeback Stronger. Und vorher haben sie das Netz nicht alle zusammen rausziehen können. Und dann ging er alleine hin, und da steht hier, und er holte das ganze Netz an Land mit 153 Fischen. Und aufgrund von dieser Begegnung mit Jesus hatte Petrus die Kraft, dieses Netz rauszuholen. Und etwas, was sie gemeinsam nicht tun konnten, konnte er alleine tun. Und er kam wieder in seine Berufung rein als Fischer. Und er hatte diese enorme Power. Und ich glaube, eine Begegnung mit Jesus kann uns neue Kraft geben, dass wir wieder diese extra Runde mit Gott gehen können. Und was ich beim Petrus so extrem spannend finde, ist, Jesus hat ihn gerufen, ein Menschenfischer zu sein. Er hat ihn gerufen, aus dem Boot zu steigen, und er hat ihn am Schluss wieder gerufen, in Beziehung mit ihm zu leben. Und ich denke, dieser Moment, der Frühstück mit Jesus, es gibt ja Frühstück bei Tiffany, aber Frühstück mit Jesus ist genau der Moment, der uns diese Kraft gibt, um weiterzuleben, um nicht davon zu laufen, um wieder eine Runde zu gehen mit diesem Gott. Und dann kommt diese Eigenerwartungen und Selbsterwartungen und die Realität in Einklang. Weil es ist nicht mehr so wichtig, was die Leute denken. Es ist nicht mehr so wichtig, wenn ich mal versage. Weil diese Kurve, die wiederholt sich immer wieder in unserem Leben. Es ist nicht so, dass wir nur einmal versagen, aber es geht immer wieder, wir kommen in diese Beziehung zu Jesus und können diese Runde gehen. Die Band kann jetzt gerne schon losspielen, sofern Band da ist. Hallo Band, ist nur der Jakob heute. Jakob macht alles. Ich möchte dich heute am Abend auch challengen. Vielleicht bist du in diesem Moment, wo du merkst, die Spannung in meinem Leben ist viel zu groß. Zwischen Eigenerwartungen, du hast so hohe Erwartungen an dich und merkst, das kann ich gar nicht bringen. Vielleicht sind die Erwartungen von deinem Umfeld so groß, dass du merkst, das geht gar nicht. Und deine Realität schaut ganz anders aus, wie die Erwartungen, die du ans Leben hattest, oder die Erwartungen, die die Menschen an dich hatten. Und weißt du, Erwartungen, wenn sie zu hoch gesteckt sind an uns oder von uns, können uns fertig machen. Und genauso war Petrus, musste auf die Nase fallen, damit er genau in die richtige Position kommt, nämlich mit Jesus in Beziehung zu leben. Und ich glaube, Gott ruft dich heute vielleicht aus deinem Boot raus, deine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht ruft er dich raus, etwas für ihn zu tun. Vielleicht ruft er dich auch, einfach nur in Beziehung mit ihm zu sein. Damit dein Leben in Einklang, deine Erwartungen von dir selber, deine Realität, die Fremderwartungen in Einklang stehen können. Du kannst gerne aufstehen. Ich würde gerne mit uns gemeinsam jetzt beten noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder begegnest. Ich danke dir, dass die Erwartungen, die du an unser Leben hast, immer realistisch sind. Aber ich danke dir auch, dass du uns nie in unserer Komfortzone lässt, dass du uns immer in eine Beziehung zu dir rufst. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder begegnest. Ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst und uns einladest zu diesen Frühstücksmomenten, wo wir dir begegnen können. Ich danke dir, dass du uns auch eine Lebensberufung hast und dass die Gaben und die Berufung, die du uns gibst, dass du das nie bereust und dass du immer wieder zurückkommst zu uns und sagst, ich habe eine Berufung, ein Talent, Begabungen für dein Leben und ich möchte, dass wir das gemeinsam ausleben. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier segnest, jeder Einzelne, der in einer Spannung lebt, in diesen unrealistischen, ungesunden Erwartungshaltungen, und dass du uns
begegnest dort, wo wir heute stehen. Ich danke dir, dass du uns auch segnest mit deiner Gegenwart und dass wir spüren dürfen und erleben dürfen, dass du bei uns bist. Amen.